Ich schickte aus Versehen ein peinliches Selfie an meinen Chef. Also schlich ich mich in Mr. Coles Büro, um das Foto zu löschen. Plötzlich hörte ich seine Stimme. Ich hab dich gefangen. Komm zu mir, Baby. Ich hoffte, dass er mit mir sprach, aber er hatte eine andere Schönheit mit in sein Büro gebracht. Also, willst du mich zu diesem Treffen mitnehmen? Nein, Baby. Ich werde dich auf diesem Tisch nehmen. Ich weinte vor Neid, denn ich träumte davon, an Kates Stelle zu sein. Wie auch immer, Mr. Cole war ein gut aussehender Millionär und hätte sich nie für eine einfache Frau wie mich interessiert. Am nächsten Morgen, als niemand in der Nähe war, öffnete ich schließlich seinen Laptop. Und er starrte vor Schreck. Die Nachricht war gelesen worden. Hey, suchen Sie das da, liebe Anne? Ich fühlte mich blamiert und war bereit, gefeuert zu werden. Doch mein Chef überraschte mich. Ich warte auf Sie in diesem Restaurant um 20 Uhr heute Abend. Auf mich? Aber was ist mit Ihrer Schönheit, Kate? Sie ist nur für den Spaß. Ich war überglücklich und konnte mir nicht einmal vorstellen, dass unser Date an diesem Abend eine Katastrophe werden würde. An diesem Abend zog ich mein bestes Kleid an. Anne, Sie sehen bezaubernd aus. Bestellen Sie, was Sie wollen. Ich war noch nie in so einem schicken Restaurant gewesen. Um mich nicht zu verraten, wählte ich ein zufälliges Gericht. Roher Oktopus. Sie kennen sich aber mit Delikatessen aus. Ich konnte mich vor Mr. Cole nicht blamieren. Ich steckte mir also ein Stück Tentakel in den Mund. Und es war so eklig, dass es in meiner Kehle klebte. Dank Mr. Cole konnte ich es aushusten. Doch nachdem der Oktopus aus meinem Mund flog, landete er auf dem Teller, der auf dem Tisch neben uns stand. Der Gast war so wütend, dass wir aus dem Restaurant rausgeschmissen wurden. Ich denke, das ist genug für heute. Wir warteten auf den Fahrer, aber er tauchte nicht auf. Dann erinnerte ich mich, dass es in der Nähe einen Plattenladen gab. Und schlug vor, dass wir dorthin gehen sollten, um uns aufzuwärmen. Wie sich herausstellte, war Mr. Cole ein Vinylsammler, genau wie ich. Wir waren so vertieft in die Gespräche über unsere Lieblingsplatten, dass ich beschloss, ihn zu küssen. Hey, Anne, was zum Teufel? Es tut mir leid. Ich wollte nur, er unterbrach mich und konnte seine Wut kaum zurückhalten. Dann rief er mir schnell ein Taxi. Am nächsten Tag wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich den Abend ruiniert hatte.
Aber Mr. Cole knallte die Tür vor meinem Gesicht zu. Ich dachte, es wäre alles vorbei. Dann bemerkte ich eine Kiste auf meinem Schreibtisch. Darin befanden sich all die Schallplatten, die ich ihm gezeigt hatte. Heute wird ein besonderer Abend für uns sein. Ich hol sie ab. Ich beschloss, dass ich meine Chance nicht verpassen würde. Ich bereitete meinen Körper auf eine unvergessliche Nacht vor. Und zog sogar ein besonderes Dessous an, das ich für mein erstes Mal aufgespart hatte. Der Fahrer brachte mich zu Mr. Coles schicken Villa. Meine Hände zitterten vor Aufregung. Ich trank ein Glas Champagner, um mir Mut zu machen. Dann noch eins und noch eins. Als mein Chef kam, konnte ich kaum noch gerade stehen. Anne, geht es Ihnen gut? Sie sehen komisch aus. Oh, Mr. Cole, mir geht es besser als je zuvor. Der Alkohol vertrieb die Schüchternheit und ich ließ die Gefühle heraus, die ich jahrelang für mich behalten hatte. Es ist verrückt, wie heiß Sie sind. Ich hätte nie gedacht, dass... Aber ich ließ ihn nicht ausreden. Am nächsten Morgen wachte ich im Schlafzimmer meines Chefs auf und konnte mich an nichts mehr erinnern. Doch Mr. Cole beruhigte mich mit einem Lächeln. Mach dir keine Sorgen. Ich hab dich nicht einmal angefasst. Wir waren mit etwas anderem beschäftigt. Scheinbar verbrachten wir die ganze Zeit damit, zu reden und Oktopusse zu essen. Nach dieser Nacht sah er mich anders an. Als ich das gesehen habe, musste ich sofort an dich denken. Wir kamen uns nah und ich war bereit für einen Kuss. Doch plötzlich fing Cole an, über die Arbeit zu sprechen. Ich habe morgen ein wichtiges Treffen. Ein großer Kunde möchte eine Werbekampagne bei uns bestellen. Wirst du mich bei diesem Treffen begleiten? Danach brachte er mich in die beste Boutique der Stadt. Ich war überglücklich, während ich Kleider anprobierte. Hörte ich eine vertraute Stimme. Hör auf, mir zu folgen, Kate. Ich vermisse dich. Diese graue Maus hat deinen Ruf als Frauenheld bereits verwischt. Nach dem Treffen mit dem Kunden werde ich Vorkehrungen treffen, um dein Leid zu lindern. Ich erstarrte vor Schreck. Meine Gefühle bedeuteten Cole nichts. Ich merkte es nicht, weil ich von der Liebe geblendet war. Am nächsten Tag fuhren wir zu dem Treffen. Und Cole gab gekonnt vor, verliebt zu sein. Wow, Anne! Du warst schon immer wunderschön. Aber jetzt? Das löste keine Emotionen mehr in mir. Ich kam zur Sache und gewann den Kunden. Nicht nur mit meiner Bescheidenheit, sondern auch mit meinem scharfen Verstand. Am Ende des Abends bekam Cole, was er wollte. Anne, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke. Lass uns das beim Abendessen feiern.
Aus irgendeinem Grund spielte er seine Rolle weiter und ich konnte es nicht mehr ertragen. Feier mit Kate, weil ich gehe. Du hast meine Gefühle benutzt, um das Geschäft abzuschließen. Es ist erledigt, also vergiss mich einfach. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Aber ein paar Tage später stolperte ich über mein Foto auf einer Werbetafel. So wie Oktopusse nicht ohne Wasser leben können, können Menschen nicht ohne wahre Liebe leben. Ich ging wie verzaubert die Straße hinunter und sah Cole bei meinem Haus. Ich habe dich zum Gesicht der Werbekampagne gemacht, weil du etwas Besonderes bist. Genau wie deine Schönheit. Er gab zu, dass er aus egoistischen Gründen angefangen hatte, mit mir auszugehen. Aber dann verliebte er sich aufrichtig in mich. Wenn ich ein Oktopus wäre, würde ich dir alle drei Herzen geben. Doch ich habe nur eins. Und ich hoffe, du akzeptierst es. Er kniete sich hin und machte mir einen Heiratsantrag. Ich sagte ja. Wahre Liebe bringt das Beste in Menschen zum Vorschein. Und sie ist immer bereit, ihnen eine zweite Chance zu geben.